Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Das letzte Mal sollten wir ja die abtrünnigen Ketzer erledigen. Das haben wir ja dann Verdient nicht hat er das gemacht. nicht. Erstmal Pause machen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir dem erzählen, dass wir die umgebracht haben, aber sie eigentlich noch leben. Der Haken ist sowieso ein Arsch. Alles klar. Ja. Ich habe die übrigens gerade schon mal ausprobiert, was passiert, also weiß ich es ja eigentlich schon. Ich wollte es bloß nochmal aufnehmen. Also Reinhold Messner, erzähl. Ich habe sie nicht getötet. Ich bin enttäuscht, Mann. Ich hatte Mitleid. Danke für deine auch wenn ich in die ich kann. Gut. Sehr schön. Stufe. Verdammt, ich drücke den falschen Knopf. 10. Konstitution. Was? Das geht ab 31 schon los mit 2 Punkte. Oh, verdammte Scheiße. Ja gut, ich brauche dann trotzdem hier bloß eine Stufe noch. Aus 10 Punkten kann ich 5 Punkte rausholen. So, jetzt muss ich diese Typen noch suggestieren. Zack, zack. Ignoron. Im Dienst der Galans, in göttlicher Mission. Okay, einer ist da. Ach, das ist. Ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist dieser Jäger. Aber hat der nicht einen zu starken Willen? Also mal ernsthaft, der lebt die ganze Zeit draußen in der Wildnis. Sind die behindert? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, hinter mir ratzt der Hund. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah. Oh, verdammte Scheiße. Was soll denn der Scheiß? Steck die Waffe weg! Es geht los! Boah! That was close. Too close. Scheiß Häscher, Alter, was geht denn ab? Gehen wir erstmal zu dem Assi. Hey Kumpel. Ryder. Schnell speichern. Auch wenn das jetzt der perfekte Start war. Die Kleriker brauchen dich. Ja, die nehmen doch jeden, den sie kriegen können. Aber wen wundert's? Zu denen will ja auch keiner. Und ich bin sicher nicht so blöd. Zumal ich nicht einmal weiß, was sie mit... Trotzdem nett, dass du gefragt hast und nicht versuchst, mein Hirn umzukrempeln. Überleg es dir, sie zahlen gut. Sicher doch. Und sobald ich bei ihnen unterzeichnet habe, sehe ich keinen einzigen Splitter. Woher soll ich wissen, dass... Weil ich dir einen Vorschuss gebe. Ein Vorschuss? Du meinst Elixier? Ja. Wenn du dich nicht lumpen lässt, dann... Oh cool, für 100 geht es. Nimm die Splitter und schwöre den Klerikern die Treue. Für die Summe liefere ich euch noch meine Großmutter ans Messer.
du alleine. Ja, bringt deine Großmutter mit. Gut zu Fuß. Und jetzt? In ein paar Tagen kommen einige meiner Brüder. Sie werden dich abholen und in den Hort begleiten. Noch Fragen? Nein. Gut, dann... Stark. Das ging ja easy. Kann ich jetzt das Zeug mitnehmen? Ach, verdammte Scheiße. Es ist gut, dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. Ja. Klar. Wer hat denn da gelebt? Ah, das ist das Hündchen mit dem... Mit dem anderen Kasper. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. La 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 la. Gut, dass die alle gleich neben Teleportern wohnen. Wäre ich ein Zufall. Oder nicht? Dass hier jedes Mal irgendein Viech ist, wenn ich herkomme. Komm her, komm her. Achtung! Alter, du Sack! Aber wenn ein Rudelführer hier ist, müssen doch normale Viecher auch rumrennen. Na gut, dann halt nicht. Schnell speichern. Den glaube ich, werde ich nämlich nicht leicht überzeugen. Die Kleriker. Wieso? Ist ihnen das Blech ausgegangen? Könnte schwören, dass sie ihre Schrotthaufen im Minutentakt stanzen. Außerdem kannst du ruhig Klartext sprechen. Wir brauchen jeden Mann, nicht nur Maschinen. Eins vorweg, ich bin nicht unbedingt abgeneigt. Was? Aber ich kann nicht einfach alles so stehen. Das wäre? Na, wer kümmert sich dann um meinen Hund? Mitnehmen kann ich ihn schlecht. Und ihn einfach davonjagen, bringe ich nicht übers Herz. Soweit ich weiß, wären nur die Leute vom Duke bereit, sich um ihn zu kümmern. Aber billig wird das sicher nicht. Die tun, zumal sie ihm das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie rauskriegen, dass ich mich ihren Erzfeinden anschließen will. Hm. Ach, scheiß doch drauf. Das hier sollte reichen, damit sie... Du lässt dir meinen Beitritt ja einiges kosten. Aber gut. Du bleibst für den Moment still und wartest auf eine... Sie werden dich bis zum Hort begleiten. Gut. Dann warte ich einfach mal ab. Hier oben ist es grün und lebendig. Da unten ist alles tot. Ich frage mich, woran das liegt. Es könnte am Elex liegen. Nein, das glaube ich nicht. Dort unten gibt es Elex, wie der Konverter beweist. Und hier oben spüre ich es auch. Es muss etwas anderes sein. Irgendwie schade, die zu trennen. So, und... Na, verdammte Scheiße, da muss ich hinlaufen. Okay. La 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 la. La 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 la. Aber ich hoffe, der Kodex kostet jetzt nicht 1000, weil das gebe ich nicht aus. Da würde ich lieber das Feld über die Ohren ziehen. Suggestion. Na komm. Heute noch? Zack, zack. Wird zeitig gegessen, Mann. Dieses Haus, wenn man es so nennen kann, hat mich schon immer fasziniert. Ich frage mich, wer es wohl gebaut hat. Die Familie, die hier gelebt hat, muss riesig gewesen sein, wenn sie so viele Zimmer gebraucht hat. Das war ein Hotel, Mann. Bist du behindert? Warte mal, hatte ich jetzt eigentlich schon mit dem anderen Kasper gelabert? Da müsste doch irgendwo jetzt die... Ah ja. Da ist die Akira. Stormson lebt und ist in Sicherheit. Er hat es also geschafft. Er hatte Hilfe von den Klerikern. Ich kann nicht sagen, dass ich den Klerikern etwas Gutes abgewinnen kann. Er sagte, du sollst mir seine alten Sachen... Du bist witzig, er besaß ja kaum etwas. Und das, was er hatte, aber seine restlichen Splitter konnte... Hoffentlich begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Halt! Konnte ich mir was verkaufen oder so? Oder konnte der mir was verkaufen? Ich habe jetzt keine Zeit. Oh, nochmal, wie viele Splitter habe ich jetzt eigentlich noch? 5403. Ja gut, es geht ja. Du bist die Akira. Du bist eine Wache.
Du bist auch eine Wache. Du bist eine Bitch. Ein Werker. Warte mal, da war doch der Typ hier irgendwo immer. Kaldrim! Zeig mir deine Waren. Sicher. Anleitung, Heiltrank. Anleitung, kleiner Heiltrank. Ach, die können aus verschiedenen Sachen machen? Cool. Mana-Trank kannst du sonst wo hinstecken? Da habe ich schon einen. Anleitung, Amulett der Persönlichkeit, pures Mana, Mana-Trank. Klar, aber die verkaufe ich jetzt mal ganzen Scheiß. Hier. Ach scheiße, den Eintopf kannst du auch haben und diese Suppe. Die Suppe kannst du auch haben. So, hopp, runter, zack. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir wollen nur irgendwas schaffen. 4 Fangbeine, 7 Federn, 39 Krallen, 73 Zähne, 11 Knochen. Elektroschrott könnten wir eigentlich auch mal 22 weghauen. Da haben wir auch mal 20 weg. Goldbrocken sind auch bloß 10 wert. Pressluft haben wir, bla. Handel akzeptieren. Bam! Halt, warte, hat er halt drin gehabt? Zeig mir deine Waren. Ja, komm, mach ich nicht. Ich hab nur den ganzen Dash-Zeit. Mana-Trank. Ah, okay, der hatte bloß Mana-Trank. Verpiss dich doch! Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Halt doch die Fresse! Geh mir nicht auf den Sack, Mann! Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrungen. Höhere Giftresistenz. Radiusran. Gegen radioaktive Strahlung. Ach, das müsste ich wahrscheinlich nehmen, dass ich ins Ding reinkomme. Boah, Alter, was wollte ich eigentlich schauen? Erhöht die Stärke um 5. Resistenz gegen Gift. Maximale Ausdauer plus 10. Amulett des Abenteurers. Schlösser knacken plus 1, Rüstung plus 5. Oh, plus 5 ist gut. Forscher, Schlösser knacken plus 1, Bücherwurm plus 1. Bücher geben Erfahrung plus 1. Wissenschaft gibt Bücherwurm plus 1, Handwerk plus 2. Wir nehmen mal das da. Tierfreund, geil. Aber eigentlich will ich, dass mich alle Tiere angreifen, weil dann kann ich sie abschlachten. Dann gibt's wieder Zähne klauen und sonstigen Scheißdreck und dann passt die Sache wieder. Aus der Bahn, Bitches, aus der Bahn. Hui! Wer bist du? Ich hab für den Typen sogar schon eine Mission gemacht. Den Outlaw habe ich hier erledigt. Alter, da hinten in den komplexen Hasher, das weiß ich jetzt schon. Oder soll ich das mit der Ausdauer nehmen? Plus 10 Ausdauer ist halt auch nicht schlecht, ne? Steck's weg, Mann. Sehr schön. Ist nicht viel, aber geht. So, was war jetzt hier? Waren hier Gegner drin? Scheinbar nicht. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Bei was denn? Hör auf, mit bloß so einen Satz zu sagen, ey, und dann. Was
Was sich die Menschen wohl dabei gedacht haben. Punkt. Hä? Hey. Wahrscheinlich war ich hier eh schon drin, aber alles abkassiert. Das gute Messer habe ich noch. Flugblatt, Pfeil, Messer, Pfeil. Oh, verdammte Scheiße. Tja. Der hinten mault nur rum. Ah, jetzt kommt er. Na komm doch hier. Was, der hat mich trotzdem erwischt. Drecksau. So ein Huso. Geronimo. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die Klein. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wo ist diese Spur? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Okay. Gondas verschlossene Truhe. Ohne Schlüssel wird das nichts. Hä? Gondas Memo. Hm. Habe ich es jetzt angeschaltet? Es blinkt. Erstaunlich, dass es noch funktioniert. Verdammt, da unten ist jemand. Banditen? Dieser Abschaum wird meine Schätze finden. Ich hätte sie nicht im Turm lassen sollen. Ich warte bis zur Nacht. Dann werde ich es über das Förderband versuchen. Hä? Okay. Ich find's bloß schlimm. Ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ein Scheißdreck. Oh fuck! Hör auf, ständig auszuweichen. Boah, jetzt wäre ich doch fast gestorben wegen dem kleinen Vieh. Was soll das werden? Ist da ein Wildnerz irgendwo? Okay. Da unten liegt ein Elex. Warte. Warum ist da ein Elex? Ah fuck, was ist jetzt schon wieder? Was ist das für ein Typ? Ein Bandit? Boah, Alter! Alter, die dumme Sau wurde mir nicht mal angezeigt. Da muss ich mir einen Halt dran rein. Alter, warte, ich hab den ja auf dem Quickslot. Hab pfeife ich hier rein. Oh, da ist der, oder? Gonda.
Gondas Mimo 2. Ach scheiße, das spielt's auch nicht ab. Gondas Mimo 2. Sie haben mich gesehen. Der Plan ist gescheitert, noch bevor ich das Förderband erreichen konnte. Ich muss zu meinem Lager am Wasserfall zurückkehren. Von dort oben habe ich einen besseren Blick auf die Lage. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, 200 Jahre hat es ganz gut gehalten. Jetzt mal ernsthaft, wo hat der Gonda, der Penner, seinen Schlüssel? Ist das hier drin? Das war wohl nichts. Ah, fuck you. Zu einfach. Das Förderband wollte. Loot Reaper. Da ist lauter Zeug. Alte! Habt ihr das gesehen? Die haben mich voll getrollt, Mann. Heiltrank und wahrscheinlich Elixbeutel. Zum Förderband hat er gemeint, ist er ja nicht gekommen, ne? Oh, es geht direkt hier hin. Ja, das Ding auf seinem Berg weiß ich ja. Ring der Härte. Da wird er richtig hart. Durch den Ring der Härte. Aber ich hab doch den seinen scheiß Schlüssel immer noch nicht. Bin ich jetzt blöd? War der nicht hier gelegen? Ne, da hinten war er gelegen. Zwei Banditen. Kleiner Beutel, Elex, Elex, E, Magnesium, Elex. Warte, ich will den so einen scheiß Schlüssel haben. Meine Heizung spinnt gerade voll rum. Also, was hat denn die jetzt gemacht? So eine Scheiße. Ja gut, gehen wir weiter. Ich habe jetzt keine Lust, mich da jetzt ewig mit aufzuhalten. Tja. So, den hätten wir auch. Oh fuck, was ist das? Sumpfspinne. Ja. Übliche Taktik. Speichern. Angriff. Ha!
Geil! So stark war sie dann doch nicht. Aber dafür zieht sie eine Menge ab. Wow. Willst du mich verarschen? Ja, hau drauf! Und jetzt bin ich dran. Alter, zu zweit geht's. Zu zweit kann man sie platt machen. Alleine wird's wahrscheinlich schwer. Jetzt noch den Wühler. Achtung! Geschwächter Wühler. So geschwächt war der jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Weg. Was sind wir jetzt hier? Egi, Galar, Verbander. Ach, Alter, wir sind bei den Verbanden. Oh, das ist jetzt verboten. Ach so. Ich helfe dir. Ja, das sollte ich mich nicht einwischen. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Ach, jetzt sind die alle da unten. Mit dem Tag. Na bitte, endlich nimmst du Vernunft an. Alles erledigt. Wer von euch gibt mir die Quest dazu? Und? Wofür haben sie... Nein, warte. Du hast dich nicht an die Gesetze gehalten, richtig? Welche Gesetze? Na, die Gesetze der Berserker. Technik ist verboten. Du darfst kein Elex besitzen. Klingelt's? Na, ist doch... Ich hoffe einfach nur, dass ich bald wieder zurück nach Goliath darf. Warum bist du hier? Meinst du, was ich verbrochen habe, um verbannt zu werden? Oder was hier meine Aufgabe? Wofür bist du verbannt worden? Hab mich nicht an die Gesetze gehalten. Hatte eine dieser Klerikerwaffen zu Hause rumliegen. Hat Angrim vom Eisenclan gar nicht gefallen. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße. Monster überall um mich herum und keine Waffe zum Verteidigen. Solange diese Biester nicht verschwunden sind, setze ich keinen. Die Kreatur... Vielen Dank. Ich wüsste zu gern, wo diese Mutanten... Ich weiß nur, dass sie häufig zusammen mit den Alps auftauchen. Aber das ist auch schon alles, was wir wissen. Aber egal, wo sie herkommen. Sehr schön. Alter, schau euch den mal an. Ich habe wirklich keine Zeit. Oh fuck, man. Ist das geil. Galar, glaube ich, oder? Auch wenn ich zugeben muss, dass... Willst du... Was meinst du? Bist du etwa nicht über den großen Aufzug hier heruntergekommen? Hast du nicht die ganzen Leichen gesehen, die die Berserker dort hingerichtet haben? Naja...
Da du nicht von den Berserkern in... Sag! Ah. Kannst du dir vorstellen, für die Kleriker zu arbeiten? Die Frage ist hoffentlich nicht ernst gemeint. In Edan verabscheuen wir Technik und meine Familie. Und um es klarzustellen, wir wissen, dass ihr Kleriker mehr Metallkameraden als echte habt. Dennoch beißt ihr bei uns auf Granit. Du verschwindest auch besser wieder nach Ignadon. Ich merke gerade, dass... Du wirst gut bezahlt werden. Es ist mir scheißegal, wie... Meine Strafe werde ich absitzen. Mach dich also mit deinem... Scheißegal, probier mit. Du wirst für die Kleriker arbeiten. Aber... Keine Widerworte. Sie sind deine Familie. Sie waren es schon immer. Du hast recht. Ich bin ein Kleriker. Bald wird dich eine Eskorte abholen. Sobald sie eintrifft, leistest du keinen Widerstand, verstanden? Verstanden. Ja, war jetzt nicht so der Hit, aber das ist sowieso ein Arsch gewesen. Ich geh da mal los. Ich meine, die anderen haben sich so schön breitwillig angeschlossen. Und der meckert bloß rum. Hä? Den hab ich doch erledigt. Oder bin ich verreckt oder nicht? Ich muss dann eigentlich erledigt haben. Also gehen wir zurück. Und dann muss ich auch dann schon gleich wieder fast aufhören. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da gleich nochmal befördert war. Aber das wäre schon fast zu einfach. Und ich kann die scheiß Rüstung sowieso nicht tragen. Verdammter Dreck. Toll. Dann habe ich wahrscheinlich zwei Rüstungen, wo ich kaufen kann und kann keine einzige davon tragen. Nee. Scheißdreck. Ach. Bertram, was los? Oder wie der geheißen? Ah, Balder. Gala ist für eine gute... Die Sturheit der Berserker scheint keine... Ryder ist bald einer von... So wollte ich das hören. Er wird... Und das haben wir alle... Connor sollte... Ich habe Meldung erhalten, dass er schon eingetroffen ist. Nun, ist dir etwa ein Fehler unterlaufen? Eigentlich nicht. Dann klär das mit Xander. Oh, willst du mich verarschen jetzt? Oh, der Xander. Jetzt weiß ich schon, der will mir Ärger machen. Kleine Drecksau. Der kleine Hurensohn. Jetzt macht er mir wahrscheinlich Ärger. Jetzt macht er mir Ärger. Ich hoffe, ich dürfte ihn wegbetteln, Alter, weil das geht gar nicht. Speichern. Oh komm, Alter, ich wollte jetzt eigentlich aufhören. Ich muss mir was zu essen machen. Warum lässt... Weil sein Gesicht haargenau auf einen Kerl zutrifft, der einen meiner Händler überfallen hat. Natürlich streitet er alles ab. Und so einen Kerl werde ich... Du stellst dich gegen Baldas Befehl? Ich stelle mich gegen gar nichts. Der Befehl lautet, neue Rekruten anzuwerben. Wenn er aber nicht das Tor passiert, ist er kein... Dann ist er der übliche Abschaum, der da draußen rumkraucht. Schaff ihn mir als tot und... Und wenn ich für ihn bürge? Das würde auch nichts ändern. Solange der Schaden nicht beglichen wurde, wird er niemals einer der... Oh, du kleine Drecksau. Gib das deinen Händlern. Das sollte den Schaden begleichen. Du nimmst deinen Befehl wirklich ernst. Das spricht für dich. Also gut, ich mach... Schick den Burschen rein. Der Penner am Tor will mich nicht reinlassen. Erst schickt er die Leute weg, die mich abgeholt haben, und dann stehe ich mir die Füße... Ich dachte, ich bin jetzt dabei. Ich habe mit Xand... Das war nur ein Missverständnis. Sicher? Sah mir so aus... Ganz sicher.
Der Xander wird mir noch mehr Probleme machen, weil ich ihm einmal sein Essen nicht gegeben habe und einmal nicht den anderen angeklagt habe für den. Das ist voll der Hurensohn, Alter, an der Scheiß. Und gerade der lässt die ganzen Leute rein. Aber dann warte, irgendwann bin ich den sein Kapo, Alter, und dann? Dann schicke ich ihn an den Klo putzen. Aber vorher wird er schon mal Chili gegessen. Yeah. Spreng ich die Schüssel und dann lasse ich ihn dann wieder zusammenkleben. So. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Alter, alle wollen sie bloß Kohle von mir. Gut, jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass er seine... Aber das soll... Damit wäre die Suche nach... Die Erfolgsquoten sind immer sehr gering. Aber du hast es geschafft. Hier, das ist für dich aus meiner... Vergiss nicht, dich bei Reinhold zu melden. 3,5 Erfahrung, Alter. Leck mich fett, ey. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? 250 Splitter dafür, dass ich 600 ausgegeben habe. Nein, 700, 800. Ja, einmal 100, einmal 500 und einmal 200. Wegen meiner... Die Suche nach den Rekruten... Ja, und du hast es geschafft, nicht nur Leichen anzuschleppen. Das ist mehr, als manch einer an deiner Stelle geschafft hätte. Dein Willen im Sinn... Gegen eine kleine Spende werden wir... Oh, wirklich? Oh, ich hab vergessen, man braucht ein bestimmtes Level. Oh, komm schon, das ist doch voll der Witz, Mann. Nein. 8 Levels? Oh. Oh, scheiße. Ja, dann haben wir hier jetzt eigentlich alles erledigt. Reinhold Messner steht da hinten, ist der totale Wichser. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Oh Gott, kotzt mich das gerade an. Ich kann mir die scheiß Legatenrüstung nicht kaufen und ich kann kein Regent werden. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen nochmal. Ich wiederhole mich, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Servus.